Hey Leute und willkommen zurück zu KOTOR 2. Beim letzten Mal haben wir hier unsere Abenteuer in den Minenschächten gehabt und jetzt geht es weiter, beziehungsweise es geht wieder zurück. Dich habe ich schon untersucht. Ja. Dich auch? Hey, ich habe hier seltsame Anzeigen. Was machst du da unten? Was für Anzeigen? Die Sicherungsfelder in den Schächten brechen zusammen. Du musst da raus, bevor der Treibstoff durch die Schächte an die Oberfläche des Asteroiden fließt. Oh, wie viel Zeit habe ich? Ich kann sie stabilisieren, bis du mit dem Turbolift das Treibstoffdepot erreicht hast. Aber nicht viel länger. Ich schalte den Turbolift zur Verwaltungsebene ab, damit sich die Explosion nicht weiter ausbreitet. Wenn du da unten noch was erledigen willst, solltest du dich beeilen. Gleich wird's dann nämlich verdammt heiß. Okay. Ja, ich würde ganz gerne die Minen noch mitnehmen. Und mir noch die Ersatzteile schnappen. Ich meine, so viel Zeit muss sein. Beziehungsweise, nee, ich bin hier nämlich gerade richtig. Im Sinne von, da geht's weiter. Ich speichere nochmal. Ich weiß nämlich nicht, ob es wirklich vielleicht einen Countdown gibt, der im Hintergrund läuft. Hochsicherheitstür. Aha. Komme ich da durch? Ah, mehr Schallminen. Na super. Okay, was gibt's hier noch Tolles? Schauen wir doch mal. Aha, hier liegt noch eine Leiche. Aha. Das sieht doch interessant aus. Oh wie, das kann ich gar nicht ausrüsten. Was ist denn das, was ich da gerade bekommen habe? Da. Ah, das ist ein Upgrade. Schadensbonus 1, Ion. Schadensbonus gegen Druide 1 bis 4. Ah. Das ist wirklich nicht schlecht. Na, das ist das, was ich meine. Also wir können jetzt zum Beispiel mit dem Charakter hier auch ein Waffenset tragen, wo wir eine Waffe mit diesem Ion-Dingen erweitern. Und genau, dann noch ein anderes Set, was dann gegen Menschen gedacht ist. Das ist echt nicht schlecht. So, hallo Förderdruide. Wir kriegen hier so viel Zeug, sage ich euch. Das ist voll gut. Das ist schon unsere 12. Schallmine, die wir hier entfernen. So, beschädigter Zylinder. Ist gesperrt. Wir könnten aber eine Mine anbringen. Das machen wir jetzt auch. Und was ist da Schönes drin? Ganz viele Credits. Super. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, als würden wir hier richtig viel Zeug bekommen an optionalem Kram. Und es hilft uns unglaublich viel. Das ist immer toll, wenn man irgendeine Entscheidung treffen kann, muss, soll und dann im Endeffekt so massiv dafür belohnt wird. Das finde ich immer super. Vielen Leuten ist es wahrscheinlich zu mühsam, so wie ich jetzt hier jeden einzelnen Druiden abzuklappern und so. Aber wie gesagt, es lohnt sich auf Dauer. Wir brauchen diese Komponenten nämlich. So, speichern. Und auf zum Turbolift. Oh, das war knapp. Aber anscheinend lief wirklich kein Counter, sondern einfach, ja, ne? Wenn wir soweit sind. Wer ist das? Okay. Begrüßung. Ich bin hocherfreut, Sie lebend wiederzusehen, Meister. Falls mich meine Rezeptoren nicht täuschen, wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hakar? Bist du das? Woher kennst du mich? Ich bin nicht dein Meister. Antwort. Ich bin ein Überlebender der Harbinger-Meister. Genau wie Sie.
Aufgrund der unerwarteten Terminierung meines früheren Meisters sind Sie der einzige Organiker, dem ich dienen kann. Okay, das ist... Wer war dein früherer Meister? Antwort: Der Captain der Harbinger Meister. Ich war unterwegs nach Telos, um die Kommunikation zu erleichtern und feindliche Subjekte zu terminieren. Aber wir haben unser Reiseziel nicht erreicht. Okay, das ist eine andere HK-Einheit, aber es ist eine HK-Einheit. Oh, das ist super. Wie bist du von der Harbinger hierher gekommen? Und ich? Gereizte Antwort. Oh, Meister, das ist eine lange, langweilige Geschichte. Und sie hat mit unserer aktuellen Situation überhaupt nichts zu tun. Warum sagst du es mir nicht einfach? Eilige Erklärung. Darüber wurde seit unserer Ankunft hier schon ausgiebig diskutiert, Meister. Man wollte Sie und diese Einheit verkaufen. Man hat mich rüde über unsere gemeinsame Zeit an Bord der Harbinger befragt, bevor das Schiff durch den Ausfall der Waffen, Kommunikations- und Antriebssysteme lahmgelegt wurde. Und warum erinnere ich mich nicht daran? Spekulation. Vielleicht wurden sie außer Gefecht gesetzt und im geschützten Frachtraum eingesperrt, während die Harbinger systematisch zerstört wurde. Das kann natürlich sein. Außer Gefecht gesetzt? Klarstellung. Ja, Meister. Das Chaos auf der Harbinger hat sie ohne Zweifel in einen Rausch versetzt, aus dem sie nicht erwachen konnten. Äußerst interessant. Ja, sehr. Rausch. Was denn für ein Rausch? Besänftigung. Das sagt man nur so, Meister. Ich wollte damit nicht andeuten, dass ihr Zustand die Folge des übermäßigen Genusses von Yuma-Saft gewesen sein könnte. Ich wollte lediglich zum Ausdruck bringen, dass sie bewusstlos waren, bevor man sie im Frachtraum eingesperrt hat. Okay, also wir waren schon mal nicht besoffen, das ist schon mal gut. Wie ist das eigentlich bei Jedi, so mit Alkohol? Ist kein Problem wahrscheinlich, ne? Oder? Naja, es trübt die Sinne. Man weiß es nicht. Kannst du mir erklären, warum ich im Frachtraum eingesperrt war? Klarstellung. Mit eingesperrt meine ich natürlich in Sicherheit gebracht, Meister. Mein Vokabulator scheint defekt zu sein. Also, gut, was passiert... Gut, was passierte dann? Vortrag. Nachdem alle Systeme der Harbinger aufgrund einer unglücklichen Kette von Zufällen ausgefallen waren, wurden wir von einem kleinen Frachter mit unbekannten ID-Codes gerettet. Der Frachter schien angegriffen worden zu sein und der Captain wollte der Sache nachgehen. Immerhin schien der Frachter noch immer flugfähig zu sein. Ihr Frachtraum wurde aufgebrochen. Kurz bevor die Systeme der Harbinger endgültig ausfielen, brachte man sie auf den Frachter. Es gelang mir, mich auf den Frachter zu retten, bevor die Harbinger zerstört wurde. Wir haben nur mit viel Glück überlebt, Meister. Okay, warum sollten Sie mich an Bord bringen? Erklärung. Soweit ich weiß, war es ein Schmugglerschiff namens Ebon Hawk. Soweit ist das richtig. Was seinen Zweck angeht, bin ich überfragt. Vielleicht sollte er sich totstellen, sie dann von der Harbinger entführen und mich um ein Lösegeld bringen. Lösegeld? Klarstellung. Mit Belohnung meinte ich ihr Leben, Meister. Es würde mich zutiefst treffen, euch beschädigt zu sehen. Daher hat mich die Ankunft dieser Ebon Hawk so beunruhigt. Irgendwie vertraue ich dem nicht. Na gut, das soll dann aber auch mal reichen. Ich habe genug gehört, ich gehe jetzt. Okay. Den darf ich noch plündern. Super. Ansonsten steht hier nichts. Speichern wir nochmal. Ja, ist ja egal, wo wir jetzt lang gehen, ne? Hier ist noch ein defekter Druide. Aber tendenziell sollten uns die ganzen Druiden hier jetzt auch keine Probleme mehr bereiten. Wir können übrigens mal Nein benutzen, bitte. Ah, das sieht mittlerweile anders aus, okay. Können die einfache Ionitklinge, da haben wir nix. Da haben wir auch nix. Zusammenbauen. Und die Minenarbeiter um die... Ah, wir können die aufrüsten, das ist natürlich nicht schlecht. Da ist nichts. Okay, zusammenbauen. Das ist jetzt natürlich ziemlich cool. Ah, ich sehe gerade hier, ne? Ausbalanciert. Plus 2, plus 0 auf beidhändiger Kampfmalus, wenn mit Nebenhand geführt. Das ist natürlich nicht schlecht. Da steht es auch schon. Die vergleichsweise kleine Vipro-Klinge ist eine ideale Sekundärwaffe. Sehr, sehr cool. Ah, jetzt leuchtet das auch so ein bisschen. Oder war das vorher schon so? Und ich habe die Reflexion bisher nur nicht gemerkt. Man weiß es nicht.
Schalldrucksensor. Mithilfe des Protokolldruiden habe ich die Arbeiten an dem Schalldrucksensor abgeschlossen. Ich habe sie in die Minendruiden installiert. Das Original schließe ich hier ein. Aha! Das heißt, das ist das das Ding, was für den Kurzschluss was heißt Kurzschluss, also okay. Interessant. Ist das das Gerät, was dafür gesorgt hat, dass die alle so durchgedreht sind? Das könnte natürlich sein, ne? Sehr interessant. Okay, cool. Auf jeden Fall haben wir jetzt das Original. Bei uns ist das auf jeden Fall sicher, denke ich. So, da waren wir ja eben drin, ne? Genau, von da kommen wir ja im Prinzip. Oder von hier kommen wir, wie auch immer. Ja, genau, ist deaktiviert. Das ist ja alles auch nicht mehr ganz so cool da. Insofern, nochmal speichern. Wie gesagt, ich bin ein bisschen paranoid immer. Warum bist du wieder aggressiv? Ich hab euch doch... Oder wahrscheinlich... Ja, galt wahrscheinlich nicht zu spielen. In den Minenschächten. Gar keine Gegner mehr zu haben, wäre halt auch ein ganz klein wenig langweilig. Ah ja, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Da drüben irgendwo ist T3M4 ja umgeboxt worden. Ganz rüde. So, das Sicherheitsfeld können wir jetzt nicht deaktivieren. Ja, gleich. Erstmal looten. Looten ist wichtiger. Ah, wieder Rüstung. Du hast auch noch was Schönes. Was gibt's von dir? Ah ja. Hast du echt nichts? Weißt du, deine beiden Kollegen sind einfach so viel, ja, so viel freundlicher als du. So, jetzt bist du wieder tschüss. Du auch nicht. Die Roten sind echt unfreundlich, ne? So, wechseln wir mal wieder die Waffen, schlagen dagegen. Oha! Humanoide Minendruiden. Die sind, also das sind die Mark II, ist alles klar. Das ist aber überhaupt kein Problem, denn wir haben unsere Waffe ja mit diesem Ionengelöten aufgewertet. Insofern, ja, kein Problem. Beschädigte Tür. Oh, hier wartet noch einer von denen. Der hätte mich ganz schön überrascht, wenn er einfach so hinter der Tür aufgekloppt wäre, ne? Kann das sein? Komm, mach auf. Ah, ich sollte die Waffe wechseln. Dieser minimale Kontakt, dieses Blub. Super. Super. Gefällt mir. Okay, oh, mehr Minendruiden. Pass auf, Ionengranate. Dann auf zum Förderdruiden. Und jetzt muss ich noch den Wartungsdruiden umhauen. Was sich jetzt schwer erweisen könnte. Okay. Gott. F3. Nee, F4, nicht F3. So, was ist hier hinter? Gegner. Natürlich. Oh, Moment, das sind Treibminen. Ja, ist alles nicht so cool. Einfach mal kaputt machen, ich kriege eh keinen Schaden von denen irgendwie. Nicht so schlimm. Okay, diese Sicherheitstür ist gesperrt. Schade. Was gibt's hier noch? Aha! Erstmal den Plastierzylinder. Oh, was war da jetzt drin? Habe ich gar nicht geguckt. Irgendwas Wichtiges. Ein Refleximplantat. Warum können wir Implantate tragen? What? Na gut, okay, dann können wir das wohl. Zugriff auf Plan des Nee. Nimm. Kommunikationssysteme, mach eine Diagnose. Diagnose läuft.
zerstört. Hm. Wartungsloks. Nee, die will ich mir nicht angucken. Notfall-Subroutine. Suche nach Ausgängen. Notfall-Turbo-Lift deaktiviert. Luftschleuse aktiv. Okay. Sicherheitsfeld überprüfen. Ursache des Bruchs finden. Okay. Bewusstsein. Das würde bedeuten, dass die Treibstoffleitung direkt in die... Okay. Andere Ausgänge suchen. Überprüfe Turbolift. Ah, okay. Andere Ausgänge suchen. Überprüfe die Luftschleuse. Öffne die Tür zur Luftschleuse. Zugriff verweigert. Sprachgestärkte. Hä. Okay. Kameras. Luftschleuse. Nee. Okay, Moment. Da nochmal. Überprüfe die Lüftungssysteme. Zwei Bereiche sind deaktiviert. Minenschächten. Ah, okay. Finde die Quelle der Feldabschaltung. Wurde offenbar auf den anderen Sektor der Anlage. Okay. Kommunikationssystem. Überprüfe den Status der Notverriegelung. Suche Ausgänge. Ja. Sprachidentifikation benötigt. Okay. Kriegen wir irgendwelche neuen Hinweise? Die HK-Einheit, bla bla bla. Okay. Nee, also wir wollen tendenziell durch die Luftschleuse, wie es aussieht, abhauen. Turbolift. Ah nee, wir können einfach... Achso, ne, müssen wir gar nicht. Wir können einfach hier in die Verwaltungsebene. Sehr gut. Ich hatte das irgendwie so verstanden, als wenn die nicht funktionieren würde. Okay, cool. Dann, wollen wir rüber zu Etten. Hi. Schön, dass du noch lebst. Hast du in den Schächten noch was gefunden? Was gefunden? Ich habe einen rätseligen Protokolldruiden gefunden. Im Treibstoffdepot. Und? Hast du ihn gesprengt? Nein, warum? Warum? Weil man Droiden nicht trauen kann. Und euch? Wobei, nee. Ich komme wieder, sobald wir irgendwas gefunden haben. Okay. Könnten wir denn jetzt noch lang? Ja, hier können wir ja nicht mehr. Also muss ich zurück zum Treibstoffdepot oder was? Was ist denn gerade mein Auftrag überhaupt? Also ich will T3 retten. Okay. Okay, ich verstehe. Gab's da noch Gänge? Oder habe ich da echt einfach Gänge übersehen gerade? Nein, diese Sicherheitsfelder blockieren mir halt alles. Ich gehe da einfach nochmal hin. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, aber wir gehen da jetzt einfach mal hin. Wo ist denn HK überhaupt hin? Der hat keinen Bock mehr auf uns, ne? Sicherheitsfelder. Nope. Keine Möglichkeit, es zu öffnen oder zu passieren. Sehr traurig. Da muss das Rätselslösung ja eigentlich an der Konsole da sein, ne? Ich meine, hier kommen wir nicht weiter. Das ist ja relativ offensichtlich. Genau, das ist ja gesperrt. Hier liegt auch nichts mehr rum. Das ist leer. Zugriff auf Kameras. Sicherheitsfeld. Du kannst das nicht abschalten. Vollständig vom Hangar abgeschnitten. Wartungsebene. Treibstoffsensoren. Ah, da ist T3. Leitung gesperrt. Da ist er ja. Neben der Metallkiste. Absichtlich dort abgestellt. Luftschleusenkamera, da waren wir schon. Kommunikationssysteme.
Ja, mit der Diagnose funktioniert ja nichts. Suche nach Ausgängen aus dem Treibstoffdepot. Sicherheitsfeld ist aktiv. Verwaltungsturboluft ist aktiv. Genau, da waren wir ja schon. Notfallturboluft ist deaktiviert und Luftschutz ist aktiv. Turboluft zu verweigert. Kein Wunder. Überprüfe für die Luftschleuse. Ja, Zugriff verweigert, weil Sprachidentifikation ist benötigt. Achso. Du hast T3M4 beschädigt in einer der Treibstoffleitungen im Treibstofflager der Piraxstation gefunden. Fragst dich nur, wie er dorthin gekommen ist. Ja, das fragt sich wohl wirklich. Allerdings wüsste ich nicht, wie ich diesen Missstand gerade beheben kann. Wir gehen nochmal hoch zu Etten, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist das die Information, mit der wir jetzt zu Etten sollen. Würde ich mal vermuten. Was? Achso. Ja. Ne? So, Etten. Jetzt aber. Was gefunden? Ich habe einen... Nee, das hatten wir schon. Ja, okay. Anscheinend ist das immer noch nicht das, was er wissen will. Dann würde ich aber auch sagen, beende ich erstmal wieder die Folge und wir schauen beim nächsten Mal, dass wir weiterkommen. Ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Wir haben übrigens ein Level-Up, den können wir dann auch beim nächsten Mal machen. Und ja, ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal zu KOTOR 2. Bis dann.